Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Enderal Forgotten Stories. Ja, heute leider nur eine ganz kurze Folge. Ich hoffe, dass ich überhaupt 20 Minuten zusammenkriege. Ich bin unglaublich müde. Deshalb gehe ich auch schnell mal schlafen. Ich bin deshalb müde, weil ich heute Nacht einem kleinen Notfall erlegen bin und dann mit dem Taxi durch Berlin kutschiert bin. Liegt ganz einfach daran, dass meine Freundin in eine Schlägerei geraten ist und ihr ist zum Glück nichts passiert, also alles gut. Aber ich musste natürlich dann trotzdem da mal vorbeikommen. Und ein bisschen beistehen und so, klar. Deshalb bin ich super müde, ey. Das war gerade, als ich eingepennt bin, habe ich die SMS des Dramas erhalten. Und dann bin ich rüber. Und ja, ist alles halbwegs glimpflich ausgegangen, zum Glück. Aber ich bin jetzt gerade erst zurück nach Hause gegangen und will mich unbedingt hinlegen. Aber ohne eine kleine Runde Enderal wollte ich euch dann doch nicht den Tag überstehen lassen. Dementsprechend gehen wir hier weiter den Weg runter. Es wurde schon mal erwähnt, jetzt mehrfach, dass man hier wahrscheinlich questbedingt noch mal hinkommt, aber ich erforsche das Gebiet einfach trotzdem. Man kann ja mal schmulen, oder? Ich bin zu neugierig, um es nicht zu tun. Ich habe gerade einfach Lust drauf. Wir können jetzt mal ein bisschen den Weg hier verfolgen. Na, da will ich eigentlich auch noch mal hoch. Wir sind schon schnell jetzt, Wahnsinn. Und da ist schon so ein Zeichen, das wird. Oh, ein Fischer. Dieses Zeichen ist vielleicht schon dieser Turm oder was auch immer, dieses Schloss, was da ist. Mein eigener Wolf blockiert mich, ey. Mann, wir greifen so schnell an. Oh, da ist noch einer. Oh, von wegen nur einer. Da kommt. Oh. Das schon, also diese Kampfhaltung habe ich ein bisschen unterschätzt, glaube ich. Gerade jetzt auf Level 3 ist die wirklich pervers krass. Allein schon dieser Movement Speed, der schnelle. So, was ist denn hier? Da ist wohl einer Küstenpirschern zum Opfer gefallen. Dann schicken Trank dabei. Pilzchen. Oh, eine Spitzhacke. Oh, ich glaube, den ganzen Weg zurück gehen wir jetzt nicht mehr, oder? Bis hier runter. Es gab hier irgendwie so drei Erzadern oder so. Vielleicht. Ah, einen Rückweg mache ich nicht, weil ich mich teleportieren werde auf dem Rückweg. Ah, ich glaube aber nicht, dass ich das noch hole. Mal schauen. Ich wollte hier nochmal kurz hochschauen. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Auf diesen kleinen Bergkämmen lohnt es sich öfters mal, sich umzusehen. Oh, das sieht ganz gut aus. Oh, da sind sogar Gegner. Und da ist eine Ader! Da ist eine Ader. Jetzt, wo wir die Spitzhacke haben. Geht's wieder rund. Das war wirklich der Fund des Jahrhunderts. Na gut, dann esse ich halt meinen blöden Mana-Pilz. In Zeiten der Beschwerde ist es immer ganz gut, ein Krustenbrot zu snacken. Korundum-Erz sogar. Ich glaube, es war ein bisschen besseres Erz, oder? Ich bin so glücklich, dass wir diese Spitzhacke aufgesammelt haben, bevor wir hochgeschaut haben. Sonst hätte ich mich so geärgert. Ich hätte sie sowieso fast übersehen. Aber sehr nett von den Entwicklern, hier eine hinzulegen. Für so verpeilte Leute wie mich, die die gerne mal verkaufen. Wie viele Runden gebt ihr mir? Wie viele Aufnahmen gebt ihr mir, bis ich die nächste Spitzhacke aus Versehen verkaufe, Leute? Ich würde sagen, so zwei schaffe ich, oder? Eisbank ist immer gut. Und nochmal Korundum-Erz. Komplett den Berg ausgenommen hier. Zumindest ab diesem Punkt. Dieses blöde. Diese Wolfsgeräusche machen mich immer ganz kirre. Wenn ich gerade unseren Geisterwolf nicht sehe, vergesse ich das gern mal. So, wie machen wir es denn jetzt? Jetzt haben wir oben das Gold. Ich glaube, wir folgen jetzt einfach weiter dem Weg, oder? Oder ist da noch mehr? Aber ich meine, wir haben schon eine ganz gute Ausbeute gekriegt. Leider keine Juwelen in den Adern gefunden. Aber doppelt Corundum-Erz und eine Eispranke? Da sag ich nicht nein, würde ich sagen hier, ne? Oh, da unten ist noch einer. Alles klar, das ist sein heutiger Lieblingsfinisher-Move. Aha. Hallo? Dietrich, Einzelteile?
Naja. Naja, ich habe schon Besseres gesehen. Und wenn die in so einem langen Felstunnel sind und dann auch noch so eisern und beschlagen aussehen, die Truhen, dann erwarte ich schon immer den ganz großen Fund. Wo sind wir jetzt gerade? Ah, okay, nur ein bisschen ab vom Weg einfach. Oh, ein Bär. Ah, und da ist so ein komischer Punkt. Ein junger Braunbär. Mit dem Attack Speed. Moonshot im Inventar und los geht er. Der Peter. Und wie wir es kennen von Bären bereits, sind hier meistens irgendeine Mischung aus lange getöteten Menschen und Tieren zu finden. Also die ernähren sich echt von allem, was ihnen in die Flinte kommt. Oh, ein Trankmischer-Rucksack. Das sieht gut aus. Hühnerei, Knochenmehl, okay, einige Zutaten. Schick, schick, schick. Gut, das ist ja alles. Ja, magisches Symbol. 8 von 100. Davon werden wir am Ende mit Sicherheit nicht alle haben. Wenn es wirklich nur genau 100 über die Welt verteilt gibt, dann sehe ich da wenig Chancen auf Erfolg, alle zu sammeln, wenn ich ehrlich bin. So genau gucke ich mich dann auch nicht um. Was ist denn das da hinten? Der Fels sieht so besonders aus. Da habe ich mal hin noch. Oh, okay. Oh, was? Oh, ich häng fest. Nicht die Waffe einstecken. Lass meinen Wolf in Ruhe. Waren es nur zwei? Ich glaube. Unser Wolf hat überlebt. Hat er knapp überlebt? Hä, hey, man sieht doch normalerweise sein Leben. Egal. Ich habe das Gefühl, manchmal sieht man die. Da haben wir tatsächlich hier noch ein paar Wegelose gefunden. Wegelose gefunden. Eisenschwert der Flammen. 109 ist es wert. Ich glaube, zwei Hände, oder? Das sah recht groß aus. Ja, wartet mal. Ah, nee, es ist normales. Ey, das ist genau das, was ich schon habe. Das ist. Ah, guck mal, das macht Schaden 8, das macht 7 plus. Ja, wir machen trotzdem die beiden Flammenschwerter, ne? Das ist ja auch einfach viel zu cool. Also machen wir das rechts, das links. Und das hier den Favoriten hinzufügen. Gehen wir zu den Favoriten. Machen das hier. Achso, das kann ich so nicht rausmachen, ne? Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, alles. So. Und dann gruppieren wir das hier rein. Scheiße, das war das Falsche. Nein! Okay, hä? Wartet mal. Klappt nicht. Warum klappt das denn jetzt nicht? Ach, weil es das Gleiche ist. Wenn es genau das Gleiche ist, war das irgendwie anders, ne? Ah, Mist, jetzt ist es wieder andersrum. Jetzt muss ich es machen wie früher. Mit den Hotkeys. Wie war denn das? Was so? Ah, ach, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich muss einfach nur das auf den Hotkey legen. Ne? So war das jetzt. Also, wir machen das auf die 2. Den auf die 3, den auf die 4, das auf die 5. Ja. Hä? Wieso denn nicht? Doch nicht, oder was? Mann, also manchmal. Das ist jetzt so doof, weil jetzt klappt es genau so wieder nicht mehr wie davor, glaube ich. Warte, ich probiere es noch einmal. Ach so, ich habe, glaube ich, meinen Fehler gefunden. Ich muss das linke auf den Hotkey legen. So, dann sollte es eigentlich immer gehen. Genau. Ja, da doch nicht gemacht. Warum denn nicht? Ach, weil es mit rechts automatisch equipped, weil es die Waffe ist. Wie? Aber früher hatte ich auch mal zwei genau identische, glaube ich. Und da habe ich das ganz gut immer hingekriegt. Oder habe ich das falsch im Kopf? Ich kann die hier nicht zusammengruppieren. Ich habe es jetzt schon versucht. Das geht einfach nicht. Sonst müssen wir eine Weile so spielen. Wartet mal. Guckt mal, ne? Also ich lege das. Ich weiß eh, dass es nicht geht, aber egal. Ich habe beide in die Gruppe gelegt. Sind auf L und R. Wenn ich jetzt eins drücke. Ah, nee. Wenn ich jetzt eins drücke, nimmt er in die linke Hand den Wolf. So.
Ja, wenn ich jetzt zwei drücke, nimmt er einfach in die rechte das Schwert. Ja, okay. Ich habe leider vergessen, wie das ging. Das mit zwei gleichen zu machen. Das ging, glaube ich, auch irgendwie. Aber ich will mal ein bisschen zwei Flammenschwerter tragen. Obwohl, wisst ihr was? Nee, ist mir zu anstrengend. Wir nehmen jetzt wieder das hier von mir aus. So hat's Pech gehabt, das blöde Teil. Ja, wir nehmen das Vollgeladene natürlich mit und nicht das andere. So. Okay, das ist auf der guten Seite. Jetzt geht's wieder. Also da, was das angeht, finde ich die Steuerung. Ich guck noch mal kurz nach dem Dings. Ich habe mich jetzt hier reingesteigert nach einer Truhe oder so. Aber ich glaube, da war nichts mehr. Das ist irgendwas, was ich irgendwie seltsam finde. Wenn man zwei identische Waffen anhat, funktioniert die gleiche Art, die Hotkeys zu belegen, einfach nicht mehr. Dann kann man die nicht mehr auf die gleiche Art und Weise gruppieren. Ich weiß warum, ne? Ist ja logisch. Weil er ist dann einfach immer in die rechte. Er macht keinen Unterschied zwischen den beiden Waffen praktisch. Aber das finde ich irgendwie doof. Vor allem sind ja auch zwei unterschiedliche. Zweihandkampf Lehrling. Verzauberung Lehrling. Set des Rattenfängers. Eigentlich ganz gute Sachen hier. Für mich jetzt nicht total toll, aber prinzipiell nicht schlecht. Aber wie gesagt, vor ganz, ganz langer Zeit hatten wir mal zwei gleiche Handwaffen, glaube ich. Und das ging auch. Guck's mir im nächsten Teil vielleicht nochmal an oder so. Na gut, gehen wir zu dieser Klippe jetzt. Komme ich von da am besten? Ah, ich kann einfach links rum, oder? Da haben wir auch noch eine Chance, was zu entdecken, was wir nicht kennen. Was das Problem mit den Hotkeys total schnell lösen würde, wäre, wenn man auch auf links favorisieren könnte. Also wenn ich sagen könnte, hier L, ne, ist es. Und du merkst jetzt irgendwie, dass du das immer mit links ziehst, wenn ich den entsprechenden Hotkey drücke. Aber ich glaube, das klappt nicht. Oh, guck mal da unten. Ah, der Strand da auf der Seite ist schon interessant. Komme ich da wieder hoch? Ich speichere mal. Als hätte er acht Waffen gezogen. Ja, die Kleinen wehren sich noch nicht, aber sobald es die Königskrabbe ist, sobald sie groß geworden ist. Guck mal, es hat sich richtig gelohnt, hier runterzuschauen. Da haben wir schon mal den da. Und noch eine dicke Truhe. Zwei Seelensteine, wenn auch leere. Eisenbarren, Eisenerz. Und hier noch eine Rolle des Lichtboten. Setzt Verlorene bis Stufe 12 in Brand. Richtig gut. Na gut, ich hoffe, ich komme hier wieder rauf, aber es sieht mir ganz gut aus. Oder vielleicht auch nicht. Komme ich da rauf? Komm! Oh! Spring! Ich flehe dich an. Okay, oder so. Da haben wir doch. Es war viel zu leicht, hier rauf zu kommen, natürlich wieder. Oh, spring doch einfach. Okay, herrlich. Wir sind zurück. Beim Lager. Und nach einmal erfolgreich im Kreis laufen, merke ich, dass wir da lang müssen. Jetzt besteigen wir da diese Klippe. Na kommt. Eignet sich doch gerade ganz gut, so ein schöner Heilwurz. Eine beeindruckende Aussicht. Vor allen Dingen gefällt mir richtig gut diese Bergspitze da hinten, die in Wolken gehüllt ist. Was ist denn das? Ist das die alte Dreiflusswacht? Ist es da ganz hinten irgendwo? Sieht mir. Nee, da, die ist da unten irgendwo. Das ist noch viel weiter weg. Es muss ganz weit im Norden liegen. Ah, hier Nebelheim. Wer die Schlächter von Arkbücher verfolgt, dem sagt das was. Na, vielleicht ist es das hier. Beim Kristallwald, dieses Gebirge. Oh, hier höre ich was. Das könnte aber auch Arkanistenfiebersteigerung bedeuten, keine Ahnung.
Irgendwas ist hier los. Ich gehe da mal hoch. Und hier ist auch so eine komische Pflanze. Hat sie die Geräusche gemacht? Von unten sah es für mich so ein bisschen so aus, als könnte hier eine Höhle sein, aber war nicht. Ich habe gar nicht mehr im Kopf gehabt, dass Windwurz solche Geräusche macht. Aber die Pflanze ist relativ selten, also wer weiß. Da oben sehe ich schon einen Erhängten. Ist doch überraschend weitläufig hier. Man kann eben doch fast jeden Ort entdecken, trotz der ganzen Felsen. Beziehungsweise nicht nur entdecken, sondern halt auch betreten. Okay. Warte mal. Brenne! Ich loote die schon gar nicht mehr, die Viecher. Zu viele Küstenpirscher bereits gesehen. Da oben ist das Schloss. Wir waren ja jetzt recht weit ab vom Weg und haben hier gerade Pirscher entdeckt. Ah ja, ich wollte gerade sagen, es lohnt sich vielleicht nochmal umzudrehen. Adlerfedern, Perlen? Ah, nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Es geht hier immer weiter. Überall gibt es noch eine kleine Ecke. Schaut mal hier. Mana-Pilz-Population. Auch immer gern gesehen. Die benutzen wir ja auch als Hotkey. Habe ich jetzt hier die umgelegt? Ups. 4, 3, 2. Okay, ich glaube, das meiste haben wir auf jeden Fall entdeckt. Ich sollte nicht zu weit ab vom Pfad kommen. Okay, sieht gut aus. Noch so ein Rucksack? Also hier gibt es aber viele Abenteurer, die ihre Rucksäcke vergessen. Das ist ja wie ich damals in der Schule mit meiner Mappe. Ah, das sind Skelette. Mal sehen, wie stark die sind. Ich beschwöre mal lieber einen Wolf. Okay, es war einer und er hatte gar nichts drauf. Schloss Goldfurt haben wir jedenfalls entdeckt hier. Ah. Oh, ich habe meinen eigenen Wolf zerstört. Super. Im Kampf sieht man die HP vom eigenen Wolf. So, ist hier noch einer? Ich kann mich ja mal umsehen hier ein bisschen. Wir sind ja noch nicht mal im Schloss, Leute. Wir stehen doch noch an der Pforte. Ah, oh, das ist sie. Die Eisenherzader meiner Träume. Das ist schon gut gemacht in dem Spiel. Immer wenn man noch sich entscheidet, in irgendeine Ecke zu gucken, liegt da was. Und wenn es nur so eine Ader ist. Obwohl diese Adern sind, glaube ich, echt gar nicht schlecht. Also viel von diesen Materialien abzubauen kann sich, glaube ich, gerade dann lohnen, wenn man wirklich ein paar schicke Baupläne oder so findet. Jetzt ewig craften für Geld werde ich wahrscheinlich nicht machen. Aber selbst wenn ich die Rohmaterialien verkaufe, werfen die was ab. Und es macht Spaß, wenn man die Chance hat, Edelsteine zu finden. Na gut, ich will mich auch nicht zu genau gerade umsehen. Zu neugierig macht mich, was auch immer hinter dem Schlosstor verborgen liegt. Wir gehen natürlich noch einmal die Seite lang. Das ist klar. Hier sind die blauen Blüten, auf der anderen Seite waren die orangenen. Okay. Das wäre auch zu schön gewesen ohne Gegner. Oh, er hat mich echt getroffen. Na gut, ich bin auch gerade ausgelaufen. Auf jeden Fall ist es beeindruckend, dass Skelette so schnell brennen. Okay, da sind wir einmal rum, glaube ich. Zeit für einen Snack. Was gönnen wir uns jetzt? Krustenbrot wird langsam aber auch langweilig. Ich nehme mal einen gebratenen. Ah, der ist so gut, ey. Oh, das ist ja alles viel zu gut hier. Was haben wir denn alles Feines gebraten? Gegrillter Lauch. Nehmen wir das da.
Ein großes Käsestück. Oh, ich habe eh. Immer wenn ich das lese, habe ich Hunger. Ich habe voll Bock auf so ein großes Käsestück. Schon seit letzter Folge. Aber ich habe einen neuen Patreon bekommen. Das heißt, ich kann es mir leisten. Juhu, ich kann mir ein Käsestück kaufen. Für 5 Euro kriegt man bestimmt ein richtig gutes, oder? Oder für 5 Dollar, gut. Für 4 Euro kriegt man bestimmt ein gutes Käsestück. Schloss Goldfurt, ey. Da drin liegt bestimmt extrem viel verborgen. Aber die Welt hier, diese gesamte Südspitze, ist schon voll gelagert mit Dingen. Damit habe ich ehrlich gesagt gar nicht so gerechnet. Auf der Karte sah es mir aus wie so ein kleiner Weg einfach, bla bla. Aber mitnichten, da geht's echt ab. Viele Ecken und Winkel, viele kleine versteckte Dinge. Bin ich jetzt aus Versehen in Schloss Goldfurt rein und die Tür war vorne zu? Da komme ich ja nicht durch. Ist da gerade echt eine unsichtbare Wand? Schaut mal. Unsichtbare Wand. Oder? Ich glaube schon. Alles klar. Na gut, da hätte ich es auch noch versuchen können, aber ist egal. Wir gehen erstmal zurück. Wir sind ja so schnell. So, wie gesagt, Leute, heute nur eine kurze Folge. Aber wir schauen nochmal ganz kurz, ob wir die Tür aufkriegen. Das war einfach. Und ich sehe schon viele Gegner. Die machen wir noch schnell. Fanservice. Ihr spürt ein flaues Gefühl in eurem Magen. Eine diffuse, mächtige Präsenz. Irgendetwas oder dessen Fehlen. Jedoch scheint sie daran zu hindern, Form anzunehmen. Also sie will irgendwie, kann irgendwie nicht Form annehmen oder so. Richtig schön für die nächste. Es wäre der perfekte Cliffhanger für euch gewesen. Oh, Pfeilausweichung. Und die Views sind wieder gesichert. Der niedergekniet ist der eine. Ah, die Viecher sind echt schwach. Okay. Damit haben wir uns in den Innenhof vorgekämpft. Und was es hier alles zu entdecken gibt, sehen wir nächste Folge. Dann also Schloss Goldfurt und eventuell auch noch mehr. Ich habe, wie gesagt, vor, eine ganze Weile aufzunehmen, ab morgen. Dann kommen wieder längere Folgen. Bis dahin, macht's gut.